Damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engadum zum regulären letzten Let's Play diesen Jahres. Zum regulär letzten Let's Play von 2016. Jetzt nichts Neues mehr anfangen, weil ich in Pokémon Sonne gestern die Inselherausforderung auf der zweiten Insel geschafft habe. Wollte jetzt nicht noch einen halben Weg zur nächsten Inselherausforderung bringen. Also, vielen Dank für Verständnis. Deshalb zeige ich euch jetzt einen kleinen Ausschnitt aus Pokémon Y, sozusagen ein kleiner Extra-Part, ein Spezial-Part Pokémon Y. Den Dialog lese ich jetzt nicht vor, den kennt ihr aus dem Let's Play. Die Let's Play-Reihe habe ich bereits abgeschlossen. Ich habe die jetzt neu gespielt und habe jetzt den weiblichen Charakter genommen und mit dem werde ich mich hier heute in Illumina City ein bisschen rumtreiben. Ja. Ich wollte das Ganze nochmal von vorne spielen. Mit Zwergina heiße ich jetzt. Spitzname Zwergenfee. Ne, Zwergenfee heiße ich, Spitzname ist Zwergina. Ja, und ich werde jetzt mal ein bisschen durch Illumina City streifen und vielleicht einen neuen Look finden. Für mein weibliches Ich. Das klang jetzt falsch. Aber gut, wir sind hier auf dem Südring. Dort ist das Haus des Professors. Und da waren wir eben gerade drin. Da habe ich mir mein zweites Starter-Pokémon geholt. Mal kurz einblenden. Zack. Jetzt habe ich Daratiri Level 14, Froxy Level 14, Glumanda Level 10. Ja, spiele ich gerne mal offscreen erneut. Ich erinnere mich an die glorreichen Let's Plays, Let's Play Parts. Vielleicht werde ich das irgendwann mal nochmal spielen, als spiele es nochmal. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Let's Play Together ist was anderes. Herzlich willkommen. Du bist aber ganz schön unstylisch. Verzeihung. Ach so, das war ja ganz der nach der Top 4, ne? Gut, ich guck mich mal derweil nach einem. Ach, hier kann man seine Koi-Waff frisieren. Nach einem Friseur oder sowas um. Der war doch dort auf der Hauptstraße. Auf dem Südring. So. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum Zwergi machst du jetzt noch so ein Stückchen Pokémon Y? Und warum nicht Pokémon Sonne? Das habe ich genau genommen schon erklärt am Anfang. Aber ja, warum gerade Pokémon Y und warum habe ich nicht den alten Spielstand noch genommen, sondern einen neuen angefangen? Das wäre vielleicht die interessante Frage. Ich mache meine Haare schneiden und färben, genau das. Komplett, würde ich sagen. Ja, los geht's. So. So sieht mein Skin, also meine Charakter aktuell aus. Kurz auf keinen Fall, Pagenschnitt, mittellang, lang. Ich mag den Schnitt eigentlich, wie er ist, lang.
Prinzipiell schon. Hätte ich eigentlich nur färben müssen. Na, no, machen wir lang. Du wirst dich aber deutlich kaum verändern. Ist das nur ein Ja? Die Spitzen, welche? Ach, sie schneidet nur Spitzen. Oh ja, die Spitzen schneiden bei Mädchen. Ah, ja. Männer gehen zum Friseur, schneiden sich komplett die Haare, kriegen eine neue Frisur. Außer ich habe immer dieselbe Frisur. Ich kürze das immer auf 10 Meter runter. Hab dann immer so eine Haare bis zum Arsch. Und wenn ich dann zweimal im Jahr zum Friseur gehe, dann habe ich dann wieder kurzer. So ungefähr. Heller als jetzt. Ich mache mir einen Braun. Und ein Brünett. Und so. Aber Frauen, meine Schwestern, vor allem die gehen zum Friseur, lassen sich die Spitzen schneiden und kommen wieder und das sieht genauso aus. Zur Seite Ponyfrisur. Ich mag eine Ponyfrisur, bin ich ehrlich ein Fan davon. Eine Ponyfrisur. So, mal gucken, wie es aussieht. Wow. Ich mach's jetzt schon. Wunderhübsch. Ja. Gut verdientes Geld der Friseure. Man lässt sich natürlich die Haare kurz schneiden. So wie die Friseurin dort gerade. Warum geht man zum Friseur? Gut, ich bin ein Mann. Lasst uns darüber diskutieren in den Kommentaren. Finde ich hier noch ein Kleidungsgeschäft? Ich hätte gern hübsche Klamotten. Pardon, hier kannst du momentan nicht durch. Es gibt gerade einen Stromausfall und versuchen gerade herauszufinden, woran es liegt. Naja, scheinbar kann ich da nicht durch. Gibt es hier denn irgendwo einen Klamottenladen? Ich glaube nicht. Nur diesen einen, in den ich nicht rein darf. In den da. So, gucken wir uns mal im Kaffee um. Ich bräuchte mal ein paar schniekere Outfits. Kein Interesse. Nein, danke. Was Roman da gerade gefragt hat. Lädt ein bisschen zum Plaudern ein, dieser Part. Ach, hier schon wieder. Dann sagt er so. Hier kannst du nicht lang. Da kommt man erst etwas später lang. Ihr wisst, Bescheid, ihr habt das Let's Play gesehen, hoffentlich. Wenn nicht, hier mein Link zu der Let's Play Reihe, die abgeschlossen ist, war ein richtig nicer Let's Play. Ein richtig nicer Let's Play Reihe. Hat mich ein halbes Jahr verfolgt. Warst du schon in jedem Café? Nein, war ich noch nicht. Komm. Da geht's rein. Ach, das ist der männliche Charakter. Hast du einen Moment Zeit? Eigentlich nicht, aber los. Machen wir das. Rein da. Da habe ich letztens mal ein Pokémon-Film von gesehen und genau diese Szene, wo dieser Dialog ist. Wo Flodilis mit Dianta redet. Diese Debütrolle und ich dachte anfangs, das ist eine alte Oma. Wegen den grauen Haaren oder so. Aber man sieht das in diesem Pokémon-Film extrem gut. Die sieht wirklich in dem Spiel richtig alt aus, aber im Pokémon-Film sieht man das. Die ist schätzungsweise 20 oder sowas. So sieht die aus im Film. Und der Flodilis, der ist dann schätzungsweise 35 oder 40 sogar. Kann man bei dem nicht so gut erkennen.
Also, irgendwas über eine Art Wettstreit. Ach so, ich war gerade ein bisschen verwirrt, dass ich mich bewegt habe und das Mädchen rausgegangen bin. Aber ja, ich spiele ja das Mädchen. Polo-Nachricht erhalten. Ich habe jetzt erwartet, dass der Junge sich bewegt. Die Renno, hör mal. Ich bin gerade auf Route 5. Und hier wimmelt es nur so von wilden Pokémon. Komm schnell dahin. Zwergine. Zwergina heiße ich, ja. Da ist Route 5. Da geht's jetzt lang. Längs. Oh, wer ist denn das? Den kennen wir doch. Mr. Miteinander. Der Typ, der heimlich in Hotels auftaucht und dann wie vom Blitz getroffen verschwindet. Und der wird uns auch weiterhin verfolgen. Wie gesagt, ich werde das vielleicht irgendwann mal wieder spielen als Let's Play-Reihe. Sozusagen nochmal überarbeitet, aber nicht nächstes Jahr. Lasst uns darüber Silvester 2017 reden. Dann ist das schon ein Jahr her. Ich denke nicht. Nicht vor 2019 sollte ich da noch Let's Plays machen. Sollte ich da noch auf YouTube aktiv sein. Ja. Replays sollte man wirklich, das sollte ich jetzt nicht, ich habe das gerade erst beendet, das Ding. Das ist, letzten Monat kam der letzte Part raus davon, das ist, ich werde erstmal Pokémon Sonne zu Ende machen und dann kommt noch ein anderes Pokémon Spiel dazwischen. Kann ich euch vielleicht schon verraten, kann ich das euch schon verraten? Nee, ich glaube, das darf ich euch noch nicht verraten. Es wird ein etwas älteres Spiel, das ich dann als Let's Play spielen werde. Es gab schon mal ein Let's Play auf dem Kanal. Davon. Ein Part habe ich schon mal gezockt. Und dann vielleicht nach Pokémon Sonne, nach dem weiteren Pokémon Let's Play, dann vielleicht Januar, Februar 2018, aber lasst uns darüber noch nicht nachdenken. Bis dahin wird noch einiges passieren. Ja. Was ich für nächstes Jahr geplant habe, also was zumindest für die Beginne, für den Beginn des nächsten Jahres geplant habe. Ich muss gleich essen. Okay, kommen wir gleich. Also, gleich ist alles fertig und wir kommen gleich. Kommen wir gleich. Und ja, was ich das nächste Jahr so geplant habe, das sage ich euch im Silvester-Special, was am 31. rauskommt. Dazu richtig dolle Informationen in diesem Silvester-Special. Kann ich euch vielleicht jetzt schon sagen, das Silvester-Special wird sich folgendermaßen gliedern. Um 21 Uhr gibt es von mir einen kleinen Jahresrückblick, was auf meinem Kanal so passiert ist in 2016. Ein etwas längeres Video, ja, mittelmäßig lang, also für einen Vlog lang, für ein Let's Play normal, also ich weiß noch nicht, wie es wird. Ich habe das noch nicht produziert. Best of sozusagen, Best of Year. Ein bisschen aufgepeppt. Oh, eine Entwicklung von Fuxi. Ich habe den extra keine Spitznamen gegeben, damit sie sich hier
Damit ich mir hier nichts ausdenken muss, weil so kreativ bin ich auch nicht. Siehe Pokémon Sonne. Die Namen, die ich meinen Pokémon gebe. Quaijutsu. Nee, Amphisse. Quaijutsu sieht doch noch ein bisschen anders aus. Ist noch nicht die Endentwicklung. Joa. Warum ist die Musik so leise? Ich würde mal sagen, freut euch aufs nächste Jahr. Ihr werdet euch vielleicht ein wenig erschrecken. Und das kann ich schon mal sagen. Und was meine Planung im nächsten Jahr angeht. Aber ja, kommt. Mehr dazu im Silvester-Special. Mehr darf ich euch jetzt noch nicht dazu sagen. Schaut's dort rein. Es ist schon faszinierend, wenn Pokémon in Gruppen auftreten. Aber hallo, das ist fast so, als ob eine Tanzgruppe bestehend aus nur Pokémon einen Auftritt hat. Du denkst aber auch immer nur ans Tanzen. Was, Tireno? Klar doch, selbst in Pokémon-Kämpfen halte ich nur Ausschau nach grazilen Pokémon-Tanz-Moves. Da möchte ich immer gleich lostanzen, zum Beispiel bei der Attacke Schwertstanz. Die ist einfach wundertoll. Wundertoll, das ist ein neues Wort, habe ich erfunden, gerade eben. Wo wir gerade dabei sind, Zwergina, du hast doch sicher irgendwelche Attacken, die als guten Tanzmoves durchgehen, oder? Die musst du mir ganz unbedingt im Kampf zeigen. Kampf gegen Tirano. Ach ja. Den haben wir auch lieb gewonnen. In unserer Let's Play-Reihe. Wir hatten nur ein Pokémon. Das ist aber ein bisschen nachlässig. Level 12. Pick ist tot. Dartini. Und das ist seine Tanzattacke, die er meinte. Hier, ich habe hier eine Tanzattacke für dich. Schnabel. Zack. So. Dieses Jahr kommen nur noch wenige Videos. Schaut dazu in die Videobeschreibung oder guckt auf Twitter. Auf Twitter schreibe ich immer aktuell alle Neuigkeiten meinen Kanal betreffend. Und dort seid ihr auf dem neuesten Stand. Also folgt mir auf Twitter und seht, wenn sich etwas ändert. Glumanda erreicht Level 12. Tireno besiegt. Ja, der Upload-Plan aktuell, wie gesagt, Änderungen vorbehalten. Ja, also schaut in den Upload-Plan, den werde ich euch jetzt nicht vortragen. Es kann sich noch was ändern, wenn was dazwischen kommt, aber ich denke, wird wahrscheinlich so gehen. Noch ein Kampf. Und dann denke ich, haben wir mit diesen paar Videos. Das Silvester Special wird natürlich großartig. Es werden 3 Videos. Habe ich gar nicht beendet. Ich habe nur, wie gesagt, das erste Video um 22 Uhr. Bin ich jetzt durcheinander gekommen. Nee, um 21 Uhr der Jahresrückblick, wie gesagt. Um 22 Uhr dann die Begleitung durch den Abend. Kommt dann kleiner Plan, also was habe ich im nächsten Jahr vor, was, wie geht's nächstes Jahr weiter mit YouTube, was sind meine Pläne und Vorsätze fürs nächste Jahr, und dann 23:30 Uhr ein später Überraschungsvideo, lasst euch überraschen, da kommt auch noch was Hübsches zum Abschluss des Jahres. Will ich noch was vorbereiten und dann
Stream beende ich hoffentlich. Bin so voll das 2016. Jahr und starte gut in das nächste Jahr. Ich hoffe, ihr startet auch gut in das nächste Jahr, in das 2017. Jahr. Ich hoffe, ihr habt einen guten Rutsch in das nächste. Rutscht nicht aus. Ein Abra. Es gibt ein Abra, ein Kadabra, ein Simsala, aber leider kein Bim. Sonst hätte es mich längst gefangen. Und leider hat das Team dann auch keinen Platz mehr für dreimal schwarzer Karte. Also, wenn du so viel Platz hast, hat man im Team nicht. Sonst würde ich mir einen Abra, Kadabra, einen Simsala, einen Bim und uns dreimal einen schwarzen Kater fangen. Ja. Ich denke, der Part ist aber schon lang genug. Das heißt, jetzt nach diesem Kampf beenden. Der Kampf beendet den Part. Ich hoffe, euch hat es ein wenig gefallen. Mich hier noch einmal Pokémon Y spielen zu sehen. Mit meinem neuen weiblichen Charakter. Der ist auch ganz hübsch. Er wird noch hübscher. Dann werde ich noch ein bisschen hübscher gestalten. Und wenn ich noch Klamotten bekomme. Und dann das übliche Däumchen nach oben. Sollte der letzte Part hier euch gefallen haben. Weiterkämpfen. Abo da lassen, solltet ihr neu sein und ja nicht ein neues Video verpassen wollen. So könnt ihr das übrigens auch ganz gut sehen, wenn sich der Uploadplan ändert und doch was hochgeladen wird, was nicht auf dem Uploadplan steht, bekommt ihr das in eurer Abo-Box, sofern die Abo-Box gut funktioniert. Naja, mal funktioniert so nicht. Wollen wir darüber jetzt nicht reden? Ja, so viel dazu. Teilt dieses Video mit euren Freunden. Und vor allem habt noch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Heute ist Weihnachten, heute ist der 25. Ich hoffe, ihr hattet schöne Geschenke vom Weihnachtsmann. Euch hat der Weihnachtsmann schöne Geschenke gebracht. Ihr wart schon brav. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so bekommen habt. Würde mich brennend interessieren. Und ja, Level 13. Part ist vorbei. In Kürze. Ja. Eine wunderschöne Weihnacht euch noch. Ich hab's schon oft gesagt in der letzten Zeit, aber genießt einfach die Weihnachtszeit und habt noch einen fürstlichen Tag und eine fürstliche Weihnacht.